So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinate, und ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Abenteuer mit unserer Lara Croft in dem Game Rise of the Tomb Raider begrüßen. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir haben den Einheimischen hier geholfen, der jetzt irgendwie hier drin hockt. Was machst denn du da? Oh, der hat was zum Lesen. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Mhm, das heißt, die haben schon damals gekämpft, die Einheimischen hier in die Rote Armee. Wird immer kälter für sie irgendwie, gell? Ich habe gesagt, wir machen jetzt erstmal mit dem Dietrich das hier auf. Ach, das geht ganz simpel, keine so Steuerung oder sowas. Pistole freigeschalten. Was für eine Pistole habe ich denn freigeschalten? Waffe. Pistole. Accepted the Nox und halbautomatische Pistole. Hübsches Ding. Also dachte ich. Oh, leck. Du hast hier bei ganzen Munitionskonten bemerkt, die ist besonders schweren Schaden. Oh, die gefällt mir jetzt schon. Ich glaube, die nehmen wir. Ich mag so dicke Magnums. Oh yeah, Baby. Papa braucht ein paar neue Schuhe. Uhuhu. So kann man immer auf Jagd gehen. Da hinten hat's eine Höhle. Was ist das hier? Ach, das ist diese Seilbahn. Was ist das? Herausforderungsgrab. Moment. Da gehen wir jetzt hin. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Oh, diese Steuerung ist ein bisschen. die verzieht mir ein bisschen. Aber egal. Ah! Hallo, mein Kamerad! Was musst du da? Ah, das ist auch einer von Trinity. Muss aber schon ziemlich lange hier hocken. Ich habe ja davor was, so ein Seil runtergelassen. Da habe ich ja schon gesehen, dass es da irgendwo runter geht. Mal gucken, was wir hier finden. Ins Dunkle. Erforscht. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich von dieser behinderten Scheißleiter runterkomme, wäre das schon recht praktisch. Aber die gute junge Dame, sie will ja nicht von der Leiter runter. Ach, C muss ich drücken. Okay. Ah, übrigens, das ist eine Höhle von Wölfen. Mal ein wenig aufpassen hier. Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Jetzt gucken wir uns einfach mal in der Höhle hier um, ne? Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Wasser? Ein Frigalerner. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Ach, das ist die Stadt, die wir suchen, die abgesoffen ist. Ich hoffe, die haben eine richtig gute Mischung gemacht von diesem Klettern und so, weil irgendwann mal geht einem das Klettern auch auf den Sack.
Das ist zwar ein nettes Nice to have und so, aber muss jetzt auch nicht immer sein, ne? Aber abenteuermäßig. Die goldene super. Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Ja, in Byzanz gab es ja die letzte Christenhochburg vom Mittleren Osten, also dem heutigen Türkei. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Mal gucken, was das macht, ne? Und los geht's. Da ist ein Mixer drin. Wenn ich diesen Mechanismus jetzt doch nur... Ach, da bin ich wahrscheinlich hergekommen, oder? Ja, ich bin von da oben hergekommen. Was macht die... Macht dieser... Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Los geht's. Ah, ich muss genau an dieser Stelle runter. Ah, da hinten hat es noch Münzen. Da kann ich dann auch wieder hoch. Pfeile. Ein Ölfass. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ne? Ein Feuerchen. Uns erstmal ausholen hier. Ich habe immer noch ein komisches Waffen-Upgrade. Für alle Waffen. Ich will aber den hier. Jawohl, Mündungsbremse. Warte. Ich habe da wieder was Tolles gesehen. Hier. Compound-Bogen. Da brauche ich halt 4 Teile. Ich hoffe, ich finde die 4 Teile noch. Compound-Bogen würde mein Leben ein wenig erleichtern. Wir nehmen gerade noch hier ein Überlebenspaketchen. Bomben, listiger Kämpfer. Feinde, die durch Herstellung erledigt oder außer Gefecht. Ah, genau. Gibt mir EP, wenn ich die mit Pfeilen platt mache, weil die tue ich ja selber erstellen. Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Computerspiel sagt nein. Ich glaube, da müssen wir hin. Da können wir hoch. Wir müssen hier ein paar Schleusen aufmachen. Geht nicht so einfach auf, da brauchen wir Sprengstoff oder sowas. Das hier zum Beispiel. Gucken, ob wir das einfach auch werfen können.
führt denn dieser Weg hier lang? Ah, na bingo, jetzt dreht sich das Rad hier. Wir können eigentlich hier hochsteigen. Oh, da sind nochmal Pfeile. Nehmen wir gerade mit. Wenn es die schon gratis gibt, dann nehmen wir die natürlich mit. Kommen die auch irgendwie fallen lassen oder so? Ah ja, tatsächlich. Einfach mit F drücken, dann kann man die fallen lassen. Ich glaube, das ist nämlich auch noch so ein behinderter Mechanismus hier. Hoppa. Wasser muss rein, dann geht das Ding nach vorne, dann muss ich da drauf, dann muss ich da hoch, glaube ich. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist das ein verschrobenes Rätsel, du? Nein, klappt nicht. Klappt nicht. Klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Ich weiß nicht, wozu das gut ist dann. Ich weiß es. Oh, nice. Ja, komm her, du Sprengstoffding. Jetzt wird's lustig, Leute. Jetzt wird's lustig. Na komm. Komm. Ja. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können. Yippie, yippa. Bin ich gut oder bin ich gut? Oh, da ist ein Mixer. Dass wir zu der Zeit schon sowas wie einen Mixer hatten, ey. Unglaublich. Ist noch was? Hallo? Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Alte Zisterne. So ein großer Mixer. Wo ist das Öl? Da gibt's noch mehr Öl. Weil ich sehe schon, ich muss das Ding nämlich auch noch in die Luft jagen. Durch die Wand. Und durch die Wand. Öl, 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 Öl.
Öl. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit ich das Öl werfen kann. Oh, vielleicht kann man es auch einfach mitnehmen. Nein! Wo ist mein... Ach, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Mäh. Mäh. Natürlich hat es geklappt. Tricky, tricky, Mann. So ein Schwachsinn muss erstmal kommen, ja. Pilz und zwei Bretter. Hallo, hallo. Loot für die Welt, Leute. Loot für die Welt. Heilige Schrift. Sagt mir neue Geheimnisse. Manuskript über die Gaben der Erde. Natürliche Instinkte. Neue Fähigkeiten gemeistert. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Geil! Das heißt, ich muss nicht mehr Q drücken oder so ein Scheißdreck. So. Auch noch was. Mein Schatz, ich hätte längst schreiben sollen, aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben, mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns, den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Okay. Die reden wahrscheinlich von dem Bau hier. Ah, hallo, da ist auch noch was. Was ist das Schönes? Karte? So, wo muss ich raus? Danke, dass die Karte so übersichtlich ist. Da hinten ist sogar auch nochmal so eine Herausforderungsgrab. Oh shit, Mann, da gibt's so viel zu tun. Ist jetzt halt wirklich, wie komme ich da wieder raus, gell? Muss ich wieder den gleichen Weg zurück wahrscheinlich.
Aber muss ich wahrscheinlich gar nicht. Ich kann nämlich auch springen. Hä? Da, das geschützte Basislager. Wir gehen dahin. Ja, bitte. Also ich versuche es ja so gut und so, ja, so ordentlich wie möglich da durchzugehen und so viel zu sammeln und zu sehen und so viele Informationen zu sammeln, wie einfach nur geht. Wenn mir halt was durch die Lappen rutscht, dann rutscht es mir halt durch die Lappen. Dann kann ich jetzt auch nichts dafür. Was ich auf jeden Fall, es gibt halt Gegenstände, die möchte ich haben und die holen wir uns dann halt auch. Hier gibt es zum Beispiel 3 Gräber. Das Ding möchte ich auf jeden Fall haben. Na, das ist die Höhle, wo die Wölfe drin sind. Da gehen wir gerade rein. Ja, du blöder Wolf. Ja, bitte mal einmal ernten. Ah, da ist noch Erz. Ah, da wäre was zum Anzünden, wäre da gut. Gell? Oh, da ist auch noch was. Karte? Karte aktualisiert. Aha, aha, aha. Oh Mann. Da ist auch noch mal was Erziges. Da bräuchte ich halt im Prinzip Feuer. Also, es gibt hier noch 3 Gräber. Herausforderung geschafft. Truhe, kryptische Schätze, Relikte, Dokumente, Überlebensverstecke. Leute, da geht's so viel zum Sammeln. Ah, oh, das ist immer so in Bereichen abgesteckt in dem Fall, ne? Was sind das da hinten? Jetzt auch noch ein böses Tierchen. Archivkarte. Eine Höhle. Herausforderungskarte, die haben wir eigentlich schon abgeschlossen. Basislager. Das ist unten. Relikt. Relikt. Da ist nochmal eine Höhle. Hier ist auch noch was. Ein Dokument. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt gerade mal weiter. Ich gehe jetzt hier hin. Also ich mache jetzt mit der Mission einfach weiter, ne? Weil hier gibt es noch so viel zu looten und der ganze Scheiße. LOL! Also mit der Tieranimation haben sie es nicht so. Leute, wir haben schon 25 Minuten fast erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr noch ein weiteres Abenteuer erleben wollt, dann hoffe ich doch, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.